So, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben Part 42. Tut mir leid, dass es hier gerade so ein bisschen dunkel ist. Ich habe wirklich alles probiert. Ich krieg es einfach leider nicht besser hin. Das tut mir wirklich leid, ich krieg es nicht besser hin. Und naja, kann man nichts machen. Beim letzten Mal haben wir hier alle Ornamente abgegeben. Und deswegen muss ich jetzt hier anfangen und die Teile mal abgeben. Nicht abgeben, sondern den Jungs mal zuhören, zugucken, dass wir die auch jetzt fertig kriegen. Na, wo sind sie hin? Diese ganzen Wassermagier. So, und nun geh zur Seite. Ich bin auch ein Feuermagier, ich darf das. Ist wieder zusammengesetzt. Da du uns die notwendigen Bruchstücke dafür gebracht hast, sollst du sie auch ins Portal einsetzen. Geh zu Saturas und lass dir den zusammengesetzten Ring geben. Mhm. Das Portal wird sich dann hoffentlich öffnen. Alles klar. Hey. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Gut, als neues Mitglied unserer Kinder soll dir diese Ehre zuteil werden. Doch warte ich noch auf eine Nachricht von Vatras. Bevor ich sie nicht erhalten habe, können wir noch nicht gehen. Ich habe eine Nachricht von Vatras für dich. Was ein Zufall. Höchst interessant. Nun gut, hier, nimm den Ring. Wir werden uns am Portal versammeln und auf dich warten. Wenn Nefarius recht hat, wird sich das Portal öffnen, sobald du den Ring dort einsetzt. Gut. Saturas, dann wollen wir das mal machen. Das wird vor allem auch interessant. Wenigstens haben sie sich da eine schöne Erklärung rausgesucht. Weil wenn wir das Portal betreten, sind die da schon längst da. Und bevor da irgendwelche Theorien aufgesetzt sind, haben die Entwickler sich von diesem Spiel gedacht, gibt es da wenigstens eine klitzekleine Erklärung. Die ist zwar läppisch, aber nachvollziehbar. Das werden wir gleich sehen. Vorher möchte ich aber sicherheitshalber nochmal abspeichern, weil man weiß ja nie. Das ist das Portal zur alten Welt. Und hier kommt das Ornament rein. Hier hin? Ja. Interessant. So, speichern, weil man weiß bei diesen uralten Spielen nie. Ist ja schon fast 20 Jahre alt. Die neue Welt. Die alte Welt, Entschuldigung. Ich mache die Videos auch nicht mehr so lange. Wir haben 10 Lernpunkte, wir sind aber auch noch 8000 Lernpunkte entfernt. Die Welt ist hart.
Die Welt ist wirklich hart. Das kann ich euch gleich sagen. Das ist... Hier, das ist kein Zuckerschlecken mehr. Ich müsste eigentlich heilen. Leichte Wunden heilen, das hebe ich mir mal auf. Weil hier hilft uns wirklich keiner. Der ist nämlich schon wach, oder? Da kann man nichts machen, da hilft einfach nur draufknüppeln. Die Pulte können wir noch nicht lesen. Also wie ihr seht, nichts für schwache Nerven. Gletscherquarz, alte Steintafel, hier gibt's silberner Ring. Also ja, wie gesagt, hier gibt's wirklich gar nichts. Hier gibt's keine Gnade, das ist... Doch, haben sie schon mal stark an die Daumenschrauben angezogen. Hier ist noch ein Trank. Ah, da steht Saturas schon mal. Adanos sei Dank. Da bist du ja endlich. Wir dachten schon, du tauchst gar nicht mehr auf. Was? Wieso seid ihr schon hier? Du bist durch das Portal gegangen und wir folgten dir. Es dauerte nicht lang, da sind wir hier angekommen. Doch du warst nicht da. Wir sind schon einige Tage hier. Einige Tage? Wie kann das sein? Nachdem wir dich hier nirgendwo finden konnten, hat Nefarius versucht zu ergründen, was schiefgelaufen sein könnte. Er wirkte bisher ziemlich ratlos. Naja. Du bist ja jetzt hier und kannst mit deiner Arbeit beginnen. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben eine Menge neuer Erkenntnisse gesammelt. Die Erdbeben scheinen hier tatsächlich stärker zu werden. Wir sind nicht mehr weit von ihrem Zentrum entfernt. Die Erbauer dieser alten Bauwerke hatten damals hier eine Stadt errichtet. So viel können wir schon mal sagen. Doch aus irgendeinem Grund ist ihre Kultur untergegangen. Bisher können wir allerdings nur Vermutungen anstellen, warum. Was ist mit Raven? In Ravens Brief war von einem Tempel die Rede und dass er versucht hineinzugelangen. Wir sind einstimmig der Meinung, dass es sich dabei um einen Tempel Adanos handelt, den Raven zu entweihen versucht. Die Erdbeben sind offenkundig das Resultat von unheiligen Beschwörungen, die ständig gegen einen mächtigen Zauber prallen. Die Tore des Tempels sind magisch verschlossen und genau dieser Zauber ist es, der die Steinwächter auferstehen lässt. Der Tempel wehrt sich. Wir müssen Raven aufhalten, bevor er ins Allerheiligste eindringen kann. Oh je, da ist wahrscheinlich die Kacke am Dampfen. Raven ist nur ein ehemaliger Erzbaron, kein Magier. Wie soll er so eine Beschwörung durchführen? Vielleicht ist er es nicht selbst, sondern ein abtrünniger Magier, der in seinem Auftrag handelt. So oder so. Wir müssen das Übel abwenden. Da gebe ich dir recht, Saturas. Habt ihr schon eine Spur der vermissten Leute ausgemacht? Erst gestern haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Sie liegt unten, in einer der Ruinen im Osten. Sieht ganz so aus, als ob es ein Fischer aus Korinis gewesen ist. Das solltest du dir ansehen. Was will Raven im Tempel? Wir wissen nur, dass es sich um ein mächtiges Artefakt handelt, das irgendwie mit Adanos und Delia in Verbindung steht. Wir können wohl davon ausgehen, dass er damit nichts Gutes im Schilde führt. Mhm. Wie geht's jetzt weiter? Wir werden hier bleiben und weiter die alte Kultur studieren. Ja, und ich mache für euch die Drecksarbeit, das ist mir schon klar, ja. Wir haben eine Menge Geheimnisse, die wir lüften müssen, wenn wir verstehen wollen, was damals hier geschehen ist. Du musst in der Zwischenzeit einiges für uns erledigen. Was soll ich tun? Du musst Raven finden und ihn daran hindern, den Tempel Adanos zu entweihen. Du meinst, ich soll ihn töten? Wenn das der einzige Weg ist, ihn aufzuhalten, in Adanos Namen, ja. Sammle auf deinem Weg auch alle alten Reliquien und Niederschriften der Erbauer, die du finden kannst, und bringe sie zu uns. Wir müssen noch mehr wissen über dieses Volk und seinen Untergang. Nur wenn wir Ravens Pläne durchschauen, können wir sie auch durchkreuzen.
Des Weiteren musst du einen Weg finden, die Sklaven zu befreien. Ist das alles? Das mache ich doch mit Links. Ich weiß, dass es viel verlangt ist. Siehe es als eine Chance, mein Vertrauen zurückzugewinnen. So, jo, dann haben wir einiges zu tun. Eine Sache noch. Raven hat eine Menge Banditen um sich geschart. In deiner Abwesenheit haben wir ein anderes Mitglied vom Ring des Wassers hierher geholt. Wir haben ihn in den Sumpf geschickt. Er kam nicht zurück. Wir vermuten, die Banditen greifen alles an, was nicht aussieht wie sie selbst. Besorg dir also eine Rüstung der Banditen. Nur so wirst du dich ihnen nähern können, ohne dass sie dich gleich angreifen. Mhm. Das bedeutet so viel, wie wir müssen jetzt hier anfangen, undercover hier zu arbeiten. Schön, dich zu sehen. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Alles halb so wild. Wie sieht's denn aus? Es ist eine sehr gefährliche Gegend hier. Das haben wir schon gemerkt. Einige von den Tieren hier in der Gegend hat niemand von uns jemals zuvor zu Gesicht bekommen. Ganz in der Nähe gibt es einen großen Sumpf, der sich einige hundert Jahre unbemerkt entfalten konnte. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht von den Biestern aus diesem Sumpf angegriffen werden. Ich rate dir, vorsichtig zu sein, wenn du hier herumspazierst. Gibt's was Neues über die Steinwächter? Wir haben schon einigen von ihnen den Chaos gemacht. Sie stehen wie zur Salzsäule erstarrt da und regen sich nicht. Doch der Schein trügt. Wenn du zu nahe an sie herangehst, werden sie dich angreifen. Es besteht kein Zweifel, dass die Quelle ihrer Macht hier irgendwo zu finden ist. Lass uns handeln. So, der hat einige Sachen hier. Runensteine, die hätte ich gerne alle, beide, aber ich kann nur einen nehmen. Ja, wie schon gesagt, hier ist die Kacke ordentlich am Dampfen. Edles Schwert. Schaden 60, benötigte Stärke. 70. Einen Talentbonus wäre schon geil. Dann nehme ich doch lieber das edle Schwert. Kronos, bleib hier. Wir müssen noch handeln. Ey, du Lümmel. Warte mal. Ich hab's immer. Lass uns haben. Das ist schön, dass du es immer noch drauf hast. Das kann weg. Das kann alles weg. Das behalte ich mal. Das kann weg. Das kann weg. Feuerbogen, Weidenbogen, Kurzbogen. Den Kurzbogen schmeiße ich mal weg. Den Schädelspicker, der kann weg. Lederrüstung. Okay, was können wir denn sonst noch verkaufen? Wir haben nicht ganz so viel, ne? Knochen eines Goblins. Blutkelch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So viel gibt er uns jetzt für den ganzen Kram nicht, aber genug, dass wir uns einen weiteren Runenstein von ihm kaufen können. Haben wir noch... Ja, ich habe noch zwei, davon kaufe ich mir mal vier Stück. Oder fünf. Nach komm, was soll der Geiz? Runenbuch der Feuermagier hat er natürlich alles da. Aber das Zeug brauche ich nicht. Die habe ich mir mal gekauft. So. Das war's mit Kronos. Merdarion. Wie läuft's? Hör mal. Seltsam, findest du nicht? Diese Teleportersteine scheinen nicht zu funktionieren. Und trotzdem hört man sie so. Obwohl sie nicht aktiv sind, ruht trotzdem eine Ich find's cool, dass es so, dass er leicht rollt. Was treibt diese Teleportersteine an? Die Erbauer waren ein sehr weit fortgeschrittenes Volk. Sie haben sich Eigenschaften der Magie zunutze gemacht, wie wir es noch nie gesehen haben. Ein Netz von Teleportersteinen wurde aufgebaut, das die Erbauer schnell von einem Ort der Stadt in den anderen bringen konnte. Die Steine hier bilden offenbar eine Art Zentrum. Was glaubst du, müsste man tun, um sie zu aktivieren? Ich habe da so eine Ahnung. Ich brauche nur noch einen Beweis für meine Vermutung. Ich hatte schon vor Tagen so ein Gefühl, als hätte ich die Bauweise dieser Objekte schon früher einmal gesehen. Ich schätze, wir müssten ihnen eine verdammt große Menge an magischer Energie zuführen, damit sie wieder ihren Dienst verrichten.
Was könnte genügend magische Energie dafür aufbringen? Da fällt mir nur eins ein. Ein magischer Fokus. Ich meine einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe damals die magische Barriere im Minental erschaffen wurde. Soviel ich weiß, hast du sie für uns vor einiger Zeit wieder beschaffen müssen. Ja, ich kann mich erinnern. Wo sind die Fokussteine heute? Sie sind mir anvertraut worden. Ich soll sie verwahren, bis wir wieder Verwendung für sie finden. So wie es aussieht, ist es jetzt soweit. Du sagtest, du brauchst einen Beweis für deine Vermutung. Man müsste einen magischen Fokus an diese Teleportersteine anschließen. Aber ich wüsste nicht wo. Wo hast du diese Teleportersteine schon mal gesehen? Du bist doch damals auch in der Strafkolonie gewesen. Sind dir diese Steine niemals aufgefallen? Ich bin ziemlich sicher, dass man sie heute noch dort finden kann. Ich habe genug gehört. Gib mir einen Fokusstein. Ich will versuchen, ob ich die Teleporter zum Laufen bringe. Na gut, aber pass gut darauf auf, hörst du? Saturas würde mich köpfen, wenn wir sie verlieren. Gut, dann machen wir das auch. Der gibt uns da ein bisschen Gold für. In diesem Part werde ich jetzt nicht so viel kommentieren können und auch die Gegend nicht so viel erkunden, weil wir erstmal wissen müssen, was uns hier alles erwartet. Da die Erklärung ja da war, dass die schon eine Zeit lang hier sind und wir einfach irgendwie später reingekommen sind. Finde ich das persönlich eigentlich ganz geil. Stimmt, wir sind ja jetzt... wir haben jetzt hier einen leichten Respawn bekommen. Ja, zum Glück sind die Steinwächter nicht wieder aufgetaucht. Also hier gibt es eine Menge zu entdecken, eine Menge neuer... neue Aufgaben, ziemlich viel einzusammeln. Einfach genial. Dann können wir uns auch hier durch diese ganzen Sachen mal wieder hin und her teleporten. Schon neue Erkenntnisse? Die Erbauer dieser Ruinen faszinieren mich. Nur schade, dass ihre Sprache so tot ist wie sie selbst. Ihre mächtigen Rituale und Beschwörungen waren auch keine Rettung für sie. Beschwörungen? Die Erbauer hatten eine starke Bindung zur Geisterwelt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann glaubten sie, in ständigem Kontakt mit ihren Ahnen zu stehen. Hierzu wurden regelmäßig Beschwörungen und Rituale abgehalten, um die Geister um Rat zu bitten oder Erleuchtung zu erlangen. Die Untoten, die ich kenne, hatten nie viel zu sagen. Die Erbauer haben keine seelenlosen Untoten erschaffen wie Zombies oder andere böse Kreaturen. Bei den Geistern handelt es sich um die Seelen großer Krieger, Priester und Herrscher. Bisher habe ich keinen Zweifel daran, dass sie wirklich existieren. Wie funktionierten diese Geisterbeschwörungen? Die toten Wächter hatten ihre speziellen Formeln, mit denen sie die Geister besänftigten. Die Schilderungen, die ich hier finden konnte, sind jedoch teilweise sehr verwirrend. Nur selten erhalte ich klare Antworten auf meine Fragen. Lehre mich die fremde Sprache. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. Aber ich kann sie dir gerne zeigen. In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die die Geschichte und Magie der Erbauer erklären. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man ihren Sinn versteht. 15. Scheiß die Wand an. Wenn ich einen Geist sehe, dann sag ich dir Bescheid. Ja, ich bestehe darauf. Ach ja, zwei Magier. Gesittete Unterhaltungen hier. Jetzt muss ich mir nur eine Karte davon noch besorgen. Der hat... Hast du die? Nein! Na gut. Ah, scheiße, es regnet. Ich habe einen der Teleportersteine aktiviert. Das sehe ich. Habe ich also doch recht gehabt. Ich habe mit den anderen... Oh, sogar 500 XP. Wir wollen, dass du versuchst, alle Teleportersteine zu aktivieren. Es wäre bei unseren Nachforschungen eine große Hilfe, wenn wir schnell von einem Teil der Stadt in den anderen gelangen könnten. Hier hast du einen weiteren Fokusstein. Aktiviere.
aktiviere sie alle, wenn du kannst. Ich werde es versuchen. Gut. 61.195. Wir brauchen 68.000. Dann können wir die nächste Stufe erreichen. Mal gucken. Lebensenergie 1 nehme ich doch gerne. Lebensenergie 3 können wir noch nicht lesen. Magie. Magie 2. Magie 3 habe ich auch noch nicht. Einhandkampf. Stärke 2. Warum nicht? Einhandkampf. Ja, komm, scheiß drauf. Sollte eigentlich gehen. So, wir haben jetzt 39 mit dem Einhandschwert, was wir tragen. Jetzt will ich aber nur mal gucken, ob ich irgendwo noch eine Karte finde. Rojodiran. Hey. Hast du das hier erwartet? Auf keinen Fall. Ich bin überwältigt, wie groß die Stadt gewesen sein muss. Die meisten Gebäude sind unter Stein und Erde verschüttet, aber die Ruinen, die Zeit überdauert haben, sind über das ganze Land hier verteilt. Es müssen Tausende gewesen sein, die hier gelebt haben. Was werde ich da draußen finden? Im Osten gibt es eine große Festung in einem riesigen Sumpf. Soweit wir das von hier aus beurteilen können, haben sich die Banditen dort verschanzt. Wenn ich du wäre, würde ich nicht darunter gehen. Sie haben viele Vorposten und Wachen aufgestellt. Du meidest besser den Sumpf, bis du mehr Erfahrung hast und einen Weg findest, die Banditen zu umgehen. Im Westen haben wir einige Piraten entdeckt. Oh, die sind cool. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie haben uns entdeckt. Scheint sie aber nicht sonderlich zu stören, dass wir hier sind. Erzähl mir mehr über diese Gegend. Was willst du wissen? Was ist im Norden? Wenn ich den Aufzeichnungen der Erbauer Glauben schenken darf, dann wirst du dort ein großes, von hohen Felsen umringtes Tal finden. Dürre und Wüstensand bestimmen dort die Landschaft. Wo komme ich hin, wenn ich nach Süden gehe? Das Land im Süden ist sehr zerklüftet. Serpentinenartige Wege, Wasserfälle und in Felsen gehauene Ruinen wirst du dort finden. Was war nochmal im Osten? Der große Sumpf. Die Gegend ist sehr gefährlich. Nicht nur die Banditen lauern dort, sondern auch äußerst gefährliche Tiere. Du solltest vorsichtig sein. Warst du schon mal im Westen? Nein, aber irgendwo dort muss die Küste sein. Ich vermute, dass die Piraten dort ihr Lager haben. Nicht weit von hier, im Osten, haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Das solltest du dir mal ansehen. Werde ich tun. Gibt es eine Karte dieser Gegend? Kronos hat eine angefertigt. Er überlässt sie dir bestimmt. Gut. Kannst du mir deine Fähigkeiten beibringen? Ich kann dich in der Kunst der Alchemie unterrichten. Und ich kann dir zeigen, wie du deinem Irrlicht beibringst, nach Gegenständen zu suchen. Lehre mich die Kunst des... Was willst du? Geschicklichkeit und Geist. Geist würde ich auch gerne lernen, kostet 10 Lernpunkte, aber ich möchte vorher erstmal die Sprache der Erbauer haben. Kronos hat eine Karte, die müssen wir uns angeln. Das haben wir echt ein Problem. Hey. Lass uns. Ja, die kostet bestimmt eine Menge. 250! Wie soll ich denn so viel Geld herholen? Du hast doch einen Arsch offen. Ich kann das Zeug verkaufen, aber es bringt halt nichts. Untote vernichten, jo, aber ne. Gib mir fast nichts dafür. Schutz des Holzes, Feuerring. Rüstung des Ring des Wassers gibt 200. Ich brauche dringend diese Kackrüstung, ey. Ich hätte nicht so viele Tränke holen sollen. Naja, mal gucken, vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Hm.
Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Vor allem werde ich dann nochmal eine Runde pennen gehen. Alles mitnehmen, das verkaufe ich dem Kronos, weil das finde ich ein bisschen krass. 250 für eine scheiß Map. Dabei bin ich doch hier die ganze Zeit unterwegs zu denen. Das ist schon brutal. Hey. Lass. So, bam 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 bam, was haben wir hier? Könnte ich eigentlich nochmal zurück in die Stadt gehen. Hacke brauche ich nicht, Säge brauche ich nicht, Kochlevel. Silberner Ring, Krautstampfer. ...25 × 3 sind knapp 100. Aber das kann ich noch besser eintauschen. Reines Mana brauche ich noch gar nicht, aber kauft er mir nur für 30 ab. Das ist natürlich schweineteuer. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich verkaufen soll. Dolch kann weg. Eigentlich könnte der Feuerbogen weg, der ist nämlich auch ordentlich was wert. Aber ich glaube, das ist egal. Erstmal, den behalte ich mal. Hey. Okay, Medarion. Wir haben jetzt, glaube ich, schon mit allen gesprochen, oder? Mix hier, mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Ah, doch. Gut. Ja, es gibt nochmal XP, super. So, ich werde mich erstmal hier so in der leichten Umgebung mal ein bisschen umschauen. Vielleicht finde ich ja noch was. Wir sind echt arm wie eine Kirchenmaus. Wir müssen aber saumäßig aufpassen. Hier kann nämlich der Tod an jeder Ecke lauern. In den alten Truhen findet sich meistens immer irgendwas Besonderes. Soweit möchte ich noch gar nicht hin. Ich glaube, da habe ich keine Wahl. Na komm, hier unten den Waran können wir schon mal klatschen. Na komm her. Ja, so ein Waran ist jetzt mit 30 Einhand gar nicht mal so übel. Empfinde ich jetzt nicht so als Problem. Na komm her. Na komm. Thank you.
Jo, gefällt mir ganz gut, das mit dem Einhandbonus. William. Oh nein, William, ich weiß, wer das ist. Armer Kerl. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Ich will den Part jetzt nicht zu lange machen. Das auf jeden Fall nochmal. Oh, Heilwurzel. Rostige Axt. 30 Minuten, das ist okay. Ich will mal gucken, wie lange ich den Part machen kann. Ich habe nämlich mal 1080p eingestellt. Und will einfach mal schauen, wie lange der Part gemacht werden kann, ohne dass ich schnippeln muss. Deswegen lass ihn ruhig mal 40, 50 Minuten gehen. Dafür gibt es ansonsten wahrscheinlich vor Weihnachten nichts mehr. Hier gibt es eine Menge Dunkelpilze. Die will ich alle noch essen. Später. Wenn ich wieder ein paar Lernpunkte übrig habe, werde ich die in Magie investieren. Obwohl eigentlich dürfte ich gar nicht so viel in Magie investieren. Ja, die Weidenbeeren sind mir relativ schnuppe. Aber ich brauche trotzdem den ganzen Scheiß. Also hier gibt es eine Menge Kräuter. Das Problem ist, die Weidenbeeren sehen für mich genauso aus wie andere Sachen. Ich glaube, ich sollte einfach mal Stück für Stück anfangen, hier alles abzugrasen. Da hinten sehen wir doch schon mal ein paar Viecher, die wir noch nicht gesehen haben. Bin mir aber nicht sicher, ob da oben irgendwas zu finden ist. Sieht für mich aber relativ leer aus unter dem Podest. Die Musik ist toll. Die Musik ist genial. Die Addon-Welt selbst sieht einfach, die passt super ins Spiel. Ist trotzdem hier eine frische Tapete. Vielleicht was? Ich glaube nicht. Ah doch, da oben liegt was, aber ich weiß nicht, ob das was Besonderes ist. Sieht für mich nicht so besonders aus. Ah, Halbpflanze. Ansonsten gibt es hier nichts, ne? Vielleicht irgendwo noch versteckte Steintafel oder so. Das weiß man hier in der Addon-Welt ja nie wirklich. Weidenbeere. Blauflieder. Geh jetzt mal hier runter. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier alles abzusuchen. Einer Fangheuschrecke sagt mir jetzt nichts. Hier hat es jemanden hingelegt. Ein Trank. Aber nichts Besonderes. Okay. Ja, wir haben doch ordentlich Zeug verloren. Ich werde hier relativ viel schlafen gehen und so ein Kram. Immer wenn sich das die Möglichkeit anbietet, um einfach... Was war das denn? Das war lustig. Da unten kommen wir auch noch hin. Weidenbeere, die versuche ich einfach liegen zu lassen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was man mit Weidenbeeren so machen kann. Ja.
Es ist doch unglaublich. Oh. Ich werde nachspielen, alles neu erörtern und wir sehen uns dann im nächsten Part. Haut rein, Leute.